Die Verantwortlichen des Jungburger Kulturprogramms haben für die kommende Kultursaison wieder ein vielfältiges und abwechslungsreiches Kulturprogramm auf die Beine gestellt. Auf welche Highlights sich Kulturhungrige freuen dürfen, sehen Sie im kommenden Beitrag. Im Rahmen eines Pressegesprächs wurde das Judenburger Kulturprogramm für den Herbst 2019 vorgestellt. Die neue Kulturreferentin der Stadt Judenburg, Evelyn Schupp, konnte dabei gemeinsam mit ihrem Team ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm präsentieren. Was beim aktuellen Kulturprogramm sofort ins Auge fällt, seine Vielfalt und vor allem auch die Einbeziehung regionaler Künstlerinnen und Künstler. Ganz besonders die Regionalität ist wichtig für unsere Kulturprogramme, weil wir oft gar nicht wissen, wie viele Künstler wir bei uns in Judenburg oder in der näheren Umgebung haben. Und da ist es uns ganz besonders wichtig, die Leute zu präsentieren in unserem Programm. Sie haben ja heute das erste Mal das Kulturprogramm vorgestellt. Was bedeutet eigentlich für Sie persönlich Kultur und Kunst? Für mich persönlich ist Kultur ein besonders lebenswerter Zweig, das mich kulturell eben erdet und wo ich immer wieder Freude empfinde, wenn ich ein hochkarätiges Konzert oder auch ein tolles Kabarett sehen kann. Ganz wichtig für mein Leben. Gibt es ein Highlight in diesem Kulturprogramm, wo Sie sagen, also da muss man unbedingt hin? Also natürlich, das erste Highlight für mich ist die Ausstellung von unserem Herbert Felice, weil ich den noch persönlich gekannt habe, weil ich sein Atelier gesehen habe, weil ich weiß, wie er die Steinschnitte gemacht hat. Das ist für mich eine rührende Retrospektive seiner Arbeiten, auf die ich mich sehr freue. Und das zweite sind die Roaring Sixties, weil ich eine Generation bin, die das noch miterlebt hat, diese Aufbruchstimmung, die tolle, die damals geherrscht hat, und ich immer wieder diese Sachen gerne höre. Der Startschuss des aktuellen Programms erfolgt am 4. Oktober mit dem Vortrag Buen Vivir und der Grupo Sal. Der ecuadorianische Wirtschaftswissenschaftler Alberto Acosta gehört zu den führenden Intellektuellen Lateinamerikas, der sich für das indigene Konzept Buen Vivir, also gutes Leben, einsetzt. Eine Alternative zum westlichen Wirtschaftsmodell. Mit der lateinamerikanischen Kultband Grupo Sal kann man an diesem Abend das gute Leben auch auf künstlerischer, sinnlicher Ebene erfahren. Neben Vorträgen, Konzerten und Ausstellungen leistet auch heuer wieder die Ulrich von Liechtenstein Musik- und Kunstschule sowie zahlreiche Judenburger Vereine und Kulturschaffende einen großen Beitrag zu einem umfassenden Kulturprogramm.